собака Хигеры. Вырубай этот ролик нафиг, потому что он испортит твою психику. Bia, hallo, ich höre auf Sie. Bia, 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 sprechen Sie. Ich bin die Moro. Wollen Sie wissen, wer die Hexen sind? Bia, Bia, natürlich. Gut, ich werde versuchen, das Material darüber aufzuspüren und es Ihnen zu sagen. Bia, natürlich werde ich ein Video erstellen und dir davon erzählen. Ich grüße alle. Wer ist die Hexe? Bei den meisten ist es eine seltsame Tante, die in Schwarz gekleidet ist, Tote und Dämonen verursacht, an Kreuzungen herumläuft, mit Voodoo-Puppen und gewöhnlichen Volt verderbt und Flüche sendet, Salz eingießt, die Fäden in einem Bündel verdreht, Knoten auflegt und schließlich auf einen Blick tötet. Diese Vorstellung wird von Vertretern von falschen Ansichten über Magie als solche gepflanzt. Eine Hexe kann auf solche Handlungen zurückgreifen, wenn sie auf der Straße steht, wenn sie eine Lektion erteilen muss, aber das allgemeine Übel sind keine Hexen. Die Hexe ist ursprünglich ein Wesen mit Gedanken und Wortkraft, das mit dem Subtilen sprechen kann und die Illustrationen des Jenseitigen hört, sieht, sie sieht die Riten, die vor ihr vor Jahrhunderten durchgeführt wurden, und hört auf die Vorfahren, die ihr Verschwörungstexte diktieren. Sie kennt den Unterschied zwischen sich selbst zu machen und ein Ritual von dort zu bekommen. Hexen ohne Wissen gibt es im Prinzip nicht. Eine echte Hexe wird sich nicht in Schwarz und Weiß teilen, sie wird einfach das bevorzugen, worin sie sich wohl fühlt und genau versteht, wo ihre Nachteile liegen, weil Hexen nicht allmächtig sind. Kräuterhexen, grüne Magie, Pflanzenmagie ist nicht nur Vikanismus. Sie haben am meisten Verbindungen zu Wäldern und Erde. Ihre Magie ist eine subtile, elegante Energie, die dazu führt, dass Kraft, Geister für Heilung, Geburt, Liebe und Glück, Harmonie und ein langes Leben erwacht. Es ist ihnen offen für Waldwege zu vergessenen Göttern und Vorfahren, Kräuterkundigen. Sie sind einige der hellsten Vertreter der Magie, die Abkochungen und Tränke erzeugen, die wissen, wie man das richtige Gras auf dem Gefühl findet. Grüne Hexen können sich schützen, indem sie Berge und Felder anrufen. Ihre Verbindung zu ihrer Mutter ist unglaublich stark. Sie können auch ihr Wissen in Schaden einwickeln, und es ist besser, sich nicht in einer Situation zu befinden, in der die grüne Hexe wütend ist. Marokkanische Hexen. Vorbei an den territorialen Hexen ist es eine ganze Abstufung von Hexen, die Aufmerksamkeit verdient. Zauberer und Anhänger von Djinns. Buchstäblich auch Meister der Flaschen, diese Fähigkeit haben alle Hexen, aber nicht jeder kann den Geist in ein Gefäß rufen und dort für immer versiegeln, als Diener, der für sie arbeitet. Sie brauchen nicht immer Friedhöfe, um zu den Toten zu gelangen, sie sind Experten für Wörter und Zustände, egal, ob es ein Grab in der Nähe gibt oder nicht, wenn du eine grenzenlose Vision hast oder schlimmer, du glaubst überhaupt nicht an Einschränkungen, und deine Absicht ist es, Geister aus dem Sand der Sahara zu beschwören, und die Entfernungen sind nicht wichtig. Diese Hexenklasse ist nicht zimperlich. Schädel, Knochen, Blut, Federn und Häute, getrocknete Insekten und viele andere Dinge in ihren Ritualen zu verwenden, die heimlich abgebaut werden müssen, abhängig vom Standort der marokkanischen Hexen. Puppen sind in Ritualen häufig untrennbar. Aber es ist kein Voodoo. Das ist anders, um eine solche Puppe wiederzubeleben. Muss man das noch schlagende Herz einer Taube hineinlegen und einen besonderen Zauber lesen, bis sie anhält, nicht jeder passt zu dieser Puppe. Aber auch die Besonderheiten der Herstellung enden nicht damit. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass kein Ton oder Wachs an manchen Stellen der Welt eine enorme Komplexität ist. Daher haben die Hexen gelernt, das zu nutzen, was für ihr Gelände geeignet ist. Übrigens ist diese Art von Hexen ziemlich gut und nicht gut. Es gibt Individuen, die sich durch besondere Grausamkeit und Schwärzlichkeit auszeichnen. Aber die Richtung selbst macht keinen solchen Eindruck.
Und selbst eine marokkanische Hexe kann helfen, heilen, vor den Tricks derselben schwarzen Schwestern schützen. Und eine solche Wiederbelebung der Puppe kann ein sehr starkes Amulett für einen Menschen sein. Die Hexen mussten überhaupt nicht süß sein, ihr Schicksal war selten erfolgreich, denn unter den Sterblichen war es egal, welche Punkte der irdischen Welt es waren. Sie waren Ausgestoßene, sie mussten sich irgendwo verstecken und ihre Zugehörigkeit zum Unsichtbaren verstecken, wurden irgendwo deutlicher und hatten sogar Macht. Sie suchten sich mit Hilfe der Magie selbst einen Status, und irgendwo waren sie eine Dienerin für die Adligen. Jemand war eine Hexe, eine Hebamme, jemand war die Frau eines Kaufmanns, eines Königs, eines dem Häuptling, dem König oder seiner Tochter. Nordische Hexen. Es ist kein Wicca, verwechseln Sie Epochen und Mentalität nicht. Das Temperament dieser Hexen war ziemlich kompliziert und manchmal sehr hart. Wer in den Dörfern blieb, ging von den Menschen getrennt leben. Für die nördlichen Hexen waren das Ich-Opfer und die Bekehrung zu Göttern, Toten und unterirdischen Kräften natürlich. Die Muttermale der Mädchen waren Zeichen einer zur Erde gesandten Hexe, wie zum Beispiel ein starker Schneesturm, ein Sturm, ein Feuer, viele Krähen über dem Dorf oder der Tod einer großen Anzahl von Menschen am Tag des Erscheinens einer neuen Hexe. Und der Priester oder die älteste Hexe, oft die Ratgeberin der Älteren im Dorf, entschieden über das Schicksal des Neugeborenen, ob es dem Dorf etwas Gutes bringt oder ob es ein Problem mit ihr hat. Damit begann das Schicksal der Hexe. Sie wurde entweder als Schutzpatronin anerkannt oder sie versuchte sie zu ignorieren und wurde zu einem bestimmten Alter gebeten, sich von der Familie und dem Dorf zu entfernen. Jetzt laufe ich ein wenig zur Seite und werde dennoch ein uraltes Märchen erwähnen, das relativ kürzlich über die Schönheit der Hexe erfunden wurde. Die Schönheit der Hexe war selten. Deshalb stahlen sie die Jugend und die Energie eines anderen, tranken Blut und Milch von gerade erst eingereichten Kühen. Wandernde Frauen und alte Frauen wurden oft misstrauisch. Und die Aufgabe der Schutzhexe bestand darin, die drohende Gefahr zu spüren. Das heißt, ein guter Träumer oder Empath zu sein. Und außerdem die wandernden Hexen davon abzuhalten, sich im Dorf niederzulassen und dasselbe Vieh zu schädigen. Wie die marokkanischen Hexen wurden die nördlichen bereits zu ihrem Erwachsenenalter, 13 Jahre alt, Frühlingsmonde oder Winter für eine Hexe, vollwertige Teilnehmer an der subtilen Welt. Sie konnten darüber sprechen, was sie empfanden oder was sie befürchten sollten. Im Alter von 16 Jahren wurde die Hexe zum Wahrsager und wenn ihre Prophezeiungen wahr wurden, nahm sie neben den Ältesten des Dorfes Platz. Nun, wenn es keine Gabe gab, eine Hexe vorherzusagen, wurde sie meistens geschickt, um Menschen zu behandeln, Pulver, Abkochungen, bis dahin kannte sie immer noch die Wirkung von Kräutern. Manchmal ist es schwer, eine Hexe vom Schamanen zu trennen. Die Hexe spricht auch mit Geistern, geht auch auf den Wegen des Jenseitigen. Sie hat die Kraft des Wortes und der Helfer, ist aber immer noch kein Schamane. Der Hauptunterschied zwischen einem weiblichen Schamanen und einer Hexe besteht darin, dass sie von verschiedenen Straßen derselben Kreuzung kamen. Hexen der alten Kulte. Das erste und wichtigste für eine Hexe ist Stärke. Verbindung zum Subtilen. Anderes Denken und Sehen. Aussehen ist bereits ein Attribut der sozialen Welt. Irgendwo an der Grenze zwischen Mensch und Tier. Ein abschreckendes oder unglaublich attraktives Aussehen. Eine Sprache für Sterbliche, die für sie verständlich ist. Aber dann spielte das Aussehen für Sterbliche keine besondere Rolle. Und das alles nur, weil eine Hexe keine Schönheit sein muss. Meistens kamen Hexen aus den mittleren und unteren Welten und die gleichen Schamanen aus den höheren Welten. Der Schamane wurde von einer höheren Gottheit geschickt, um die Handlungen der mittleren und unteren Welten zu koordinieren. Und Hexen konnten entweder selbst kommen oder mit ausreichend dunklen Geistern, also nicht schwarzen und außergewöhnlich zerstörerischen, verbunden sein. Älteren, von denen wir heute als ktonisch, unberührte, chaotische Teile, bezeichneten Geistern. Und als sich eine Hexe und ein Schamane trafen, die von verschiedenen Straßen der dünnen Welt kamen, entstand ein Kampf zum Tod.
Ich werde jedoch Anpassungen vornehmen. Wenn sich ein Schamane der Unterwelt und eine Hexe trafen, dies garantierte keine starke Freundschaft und Liebe. Dennoch waren sie Vertreter verschiedener Schichten der jenseitigen Gesellschaft. Und das Treffen an der Kreuzung könnte genauso gut in einem Duell enden. Der Begriff der Hexe im gleichen Schamanismus ist eher abwesend als vorhanden. Aber aus der Sicht des Schamanismus konnten nur diejenigen, die von bestimmten, den Hauptgütern, Geistern kamen, Schamanen sein. Die Hexe war eine Kreatur mit geringerem Rang. Aber alles hing davon ab, wer hinter der Hexe stand, auf deren Willen sie in der sterblichen Welt erschien und deren Schutz ihr garantiert ist. Es gab Zeiten, in denen die Hexe stärker wurde, sogar das Licht, das hinter dem Schamanen stand, überstieg die Kräfte der ktonischen Kräfte. Was war diese Art von Hexe? Alle die gleichen Vorhersagen und Prophezeiungen, die Fähigkeit zu heilen und zu schützen, sowie je nach Anzug und Schaden, den Tod sehen und ihn aus dem Weg räumen. Die Hexe hatte kein Tambourin. Es ist ein Attribut des Priestertums, aber sie hatte immer Fischknochen, Steine und Kräuterpulver, das ins Feuer gegossen wurde und Visionen hervorrief. Ihre Hilfe konnte in kleinen Dingen zurückgegriffen werden, Schutz und Glück. Das Töten einer Hexe galt als das stärkste Übel, daher wurde ein Schamane genannt, um Probleme mit der Hexe zu lösen. Wenn etwas schiefgelaufen ist und nur auf seine Hilfe angewiesen ist, die Sterblichen sollten keine Kreaturen aus der subtilen Welt berühren, nur die gleichen sollten einander gegenüberstehen. Hexen sind Werwölfe. Natürlich sind die meisten Hexen nicht nur in der Seele, sondern auch körperlich Werwölfe. Leider sterben diese Spezies und die Fähigkeiten der Vorfahren der Werwolfhexen aus. All dies ist eine Folge der Verknöcherung der Zivilisation. Und obwohl das Volk Märchen liebt, gibt es echte Werwölfe unter den Märchen, deren unmittelbares Phänomen in der Mitte der Welt kein fester Punkt ist, sondern eine Brücke zwischen subtilen Welten, Aussehen und Macht über die Form. Nachkommen von Werwölfen werden immer noch mit Schwänzen geboren, nachdem sie ihre Fähigkeit zur Transformation verloren haben. Tragen sie immer noch den genetischen Abdruck der Eigenschaft auf sich. Und was für eine Schönheit mit einem Schwanz von hinten ist eines der Zeichen von Hexen, die bei Massenverfolgungen ein klarer Beweis für die Beteiligung an Hexerei waren. Der höchste Kunstflug war in zwei Varianten, das Tier so zu unterwerfen, dass es durch die Augen gesehen werden kann, teilweise Übertragung des Bewusstseins in ein lebendes Objekt. Ohne äußere Transformation und eine echte Transformation auf der Ebene der Physik. Dies ist eine seltene Gabe und für eine Hexe unglaublich wichtig, die Fähigkeit, den Montagepunkt vollständig so weit zu verschieben, dass die Materie dem unbewussten U und dem Bewussten gehorcht. Diese Kategorie wird auch den stärksten Träumern zugeschrieben, die ohne Änderung der Physik in der Zeit hier und jetzt in ihren Tierdoppeln in der physischen Welt erscheinen konnten. Ich denke, es genügt, sich ein ähnliches Maß an Entwicklung und Macht einer Hexe vorzustellen, die über der größten Einschränkung der physischen Manifestation von sich selbst und ihrem Willen, sich in der Welt in der Mitte zu manifestieren, hinausgehen konnte. Was gab der Werwolf? Diese Fähigkeit war nützlich für Hexen, Feinde zu eliminieren, unsichtbar an geheimen Orten zu sein, Gespräche zu hören und alles zu wissen, was eine Hexe in ihrer Macht und Sicherheit nützlich finden konnte. Als Vogel oder Wolf konnte sie auch große Entfernungen zurücklegen, um ihre Rituale von ihrem Wohnort fernzuhalten und im Morgengrauen zu sich zurückzukehren. In solchen Hexen sollte das dominierende Element Wind oder Wasser sein, die irdischen und feurigen Hexen haben keine Werwolffähigkeiten. Spontane Hexen. Ich traf spontane Hexen, sie konnten die Wolken mit geschlossenen Augen zerstreuen und sie anrufen, den Wind stoppen und umkehren, das Wasser abkühlen lassen, es kam nicht zum Einfrieren. Und übrigens schafften sie es sogar, das Telefon aufzuladen, ohne es an eine Steckdose anzuschließen, sondern es einfach in ihren Händen zu halten. Spontane Hexen sind keine Seltenheit, sie erschaffen keine Puppen, sie werden selten in Form von toten Tieren oder Blut von Opfern benutzt, aber sie haben Macht über den menschlichen Körper, der aus allen fünf Elementen besteht. Hexen des Feuers, es ist kein Märchen vom Avatar, sie sind echte Hexen, die in Körpern leben, sie arbeiten mit Feuer, Kerzen, Gewittern und der Kraft der Sonne, wie kein anderer. Sie hängen von ihrer Natur ab, weil es schwierig ist, ein Energieleiter zu sein, ein sehr leidenschaftliches und gefährliches Element. Daher sind Feuerhexen sehr oft aufbrausend, aber auch ehrgeizig, fair und können mit ihrer Absichtskraft außer den Lufthexen mithalten. Lufthexen sind Zauberer von Wind und Wandel, Spinner des Unsichtbaren in subtilen Welten. Sie haben am meisten die Kraft des Wortes und Denkens. Ein unbeachtetes Wort, das sie sagen, kann eine Menge Ärger bereiten. Und vielleicht kann ein nachdenkliches Übel oder eine Strafe total sein. Die Luft ist für alle Hexen ehrenhaft. Denn dank ihr unterwerfen sich Hexen in ihrem Werden dem Subtilen, indem sie Schritt für Schritt in Träumen durch die Luft gehen, fliegen und schweben lernen,
vorsichtig durch die Winde treten und in den Nachthimmel steigen. Die erste Phase der Transformation besteht darin, ihre Fähigkeiten zu überdenken und ein wenig größer zu werden als normale Sterbliche. Die zweite Stufe der Transformation besteht darin, die Flugfähigkeiten bewusst in Träumen zu beherrschen. Die dritte Stufe besteht darin, sich der Form zu berauben und die andere zu nehmen. So entfernen die Hexen der Winde die Beschränkungen in Träumen und entfernen sie in Wirklichkeit Schritt für Schritt und löschen die Grenzen des Unmöglichen. Hexen des Wassers. Es ist nicht notwendig, ihnen übermäßige Emotionalität zuzuschreiben. Das ist es nicht. Ihre Sensibilität ist am Rande der Fiktion. Sie empfinden den Schmerz eines anderen als ihren eigenen. Sie können den Schmerz jedes Lebewesens spüren und haben die Macht über die Emotionen aller Dinge. Sie können den Menschen im Gespräch beruhigen oder auf die gewünschte Welle einstellen, den Schmerz eines Menschen oder Tieres lindern, die Krankheit beseitigen, indem sie ihn mit einem Wasserstrom reinigen. Sie haben sehr spezifische Gönner, die Wassergeister der Meere und Ozeane, des Grundwassers und des Himmels. Sie haben Platz für Seelenheiler. Und es spielt keine Rolle, ob es die Seele eines Menschen oder eines Waldes, eines Tieres oder eines Vogels ist. Für eine Wasserhexe gibt es keinen Unterschied zwischen reich und arm, nur weil sie sich alle gleich fühlen werden. Sie können nicht getäuscht werden, da sie angeborene Empathen sind. Was bedeutet, dass sie unerreichte Rezitatoren von Seelen und Emotionen sind und auch gefährliche Persönlichkeiten, die auf dem Höhepunkt ihres Schmerzes oder ihrer Rache schreckliche seelische und psychische Krankheiten, Störungen für Sterbliche verursachen können. Die Hexen der Erde. Wir haben sie am Anfang kurz erwähnt, die Hexen der Pflanzen und der Welt der Steine, die grünen Hexen, die ich am Anfang erwähnt habe. So trafen sich zwei Definitionen in einer Kaste, sie sind von Tieren umgeben. Sie haben oft die Fähigkeit, die Sprache der Tiere zu sprechen und zu verstehen. Liebhaber von Natur, Stille und Wildnis des Waldes. Die Hexen der Erde sind keine Liebhaber von Massenveranstaltungen. Sie sind oft sesshafte Kräuterkundige und Landwirte, Viehzüchter, die übermäßige menschliche Kommunikation belasten. Ihre Seele ist die Erde. Wenn sie ihre Hand auf die Erde legen, wissen sie, wovon sie spricht. Sie hören Erdbeben und Veränderungen in den Grenzwelten. In etwas sind sie eine Art Grenzwächter, die auf Portale achten. Sie setzen sich oft unbewusst in der Nähe aktiver pathogener Zonen nieder, weil ihre Hauptfunktion darin besteht, die Manifestationen des subtilen Immateriellen zu stabilisieren. Und wer, wenn nicht die Hexe der Erde, jede gefährliche Invasion aufhalten kann? Die Hexen der Erde träumen selten, aber ihr Körper ist ein Teil der Mutter, der ihnen alle notwendigen Hinweise gibt. Die Hexe der vier Elemente ist auch diese Kategorie, eine komplexe und ziemlich umfängliche Kaste. Ein solcher Spontaner kann gleichzeitig teilweise ein Anhänger der Werwolfkaste sein, teilweise eine Hexe des Nordens und eine Hexe alter Kulte. Ihre Tiefe ist faszinierend und beängstigend, dabei gibt es keine Friedhöfe. Nichts, was man oft im Internet findet. Aber das bedeutet nicht, dass sie keine Hexe ist. Sie ist eine echte Hexe, die Probleme der meisten Nicht-Hexen, die versuchen, jemand zu werden, nicht braucht. Ihre Würde ist, dass sie mit der subtilen Welt verbunden ist und bei Bedarf die geheimsten Rituale finden kann, sich an alte Rituale selbst oder mit fremden Augen erinnert, ein Phantom nicht in ihrem Gesicht wird und gleichzeitig in einigen Träumen ist. Sie kann den Kreis der Elemente verwenden und jede kontrollieren. Sie ist eine Manifestation des Jenseitigen und gleichzeitig Genetischen. Also, Hexe, das sind keine schwarzen Stollen und Strümpfe, keine ewige Jugend und ein spektakuläres Aussehen. Die Hexe ist in erster Linie ein Werwolf, sie sollte unsichtbar sein, nicht schrill gekleidet. Und ja, sie werden niemals eine echte Hexe fühlen, außer wenn es ihr spezifisches Aussehen ist, das manchmal nicht menschlich erscheint, sondern ein Tier, ein Wolf oder ein Vogel, und die seltsamen Wellen um sie herum, als wäre sie nicht von dieser Welt. Haben Sie jemals Hexen getroffen? Was halten Sie davon? Schreiben Sie Ihre Kommentare unter das Video. Bis bald, die Moro.